So, ihr Lieben, wir befinden uns hier im Bunker vom Radverein Dornbirn und eigentlich nur aus einem Grund. Weil der Martini-Markt, wie jedes Jahr stattfindet, eines der Highlights in Dornbirn und eines der Highlights jedes Jahr am Martini-Markt sind auch immer diese Hochräder. Ich finde die so geil. Ja, und der Grund, wieso wir da stehen, bist eigentlich du, weil du wieder Sprüheklopfer Deluxe bist. Sprüheklopfer. Du siehst, das ist keine Leistung, das kann jeder mit so einem Hochrad fahren. Ja, natürlich. Und ich möchte es einfach heute einmal ein bisschen auskosten. Und jetzt schwenken wir daher, da steht nämlich schon der Simon mit so einem wundervollen Hochrad. Hi Simon. Hi, servus. Du machst es ja richtig professionell und fahrst auch auf dem Martini-Markt mit deiner Bike zueinander. Genau, ist richtig, ja genau. Wie lange machst du das schon? Wir machen das schon ein paar Jahre jetzt und das ist jetzt mal super, super Event und der Verein wird repräsentiert und das machen wir eigentlich gern und das ist eine super Aktion jetzt, ja. Ihr seid dann, wie groß das Teil ist, eigentlich so groß wie ich, 1,54 circa. Und ist das nicht gefährlich mit dem Oma cruisen? Ja, aber zum Glück passiert relativ wenig. Relativ, aber es gibt noch eine Gefahr. Ich habe gehört, Simon ist einer der Besten auf der ganzen Welt, die das fahren. Und ich glaube, du zeigst einmal vor und dann sage ich dir, wie es mindestens gleich gut geht. Ihr merkt, der schwafelt, weil er nervös ist, insgeheim. Wie stehen die Chancen, dass der Fighty jetzt da die Runden dreht, ohne verletzt zu werden? 50-50. Okay, guter Schnitt. Das schaut ja easy cheesy aus, wie das der Fighty gerne sagt. Wenn du möchtest, ich lupfe dich sogar auf die Schulter, weißt du, wie man. Wie kommst jetzt du da ab, Simon? Ganz einfach. Runterspringen. Ja, nein, ich weiß nicht. Okay, wenn er raufgekommen ist. So, genial. Und jetzt will ich. Okay, ich verspreche euch, der Fighty ist noch nicht einmal da drüben geguckt. Das wird für uns alle jetzt die Premiere schlechthin. Okay, Fighty, let's go. Auf geht's. Komm, ich gehe besser in Deckung, ich kommentiere das ein bisschen. Okay, Fighty sitzt, steht, ich weiß nicht, wie man dazu sieht, er ist konzentriert. Und jetzt schupft er sich an und jetzt hört der Fuß da auf zu der Pedale. Ah, es wird dem Käufer, okay, ja, ja, ja. Aber ganz stabil schaust du nicht aus, Kollege. Schau du, als hättest einen Stock im Gesäß. Achtung, die Decke. Okay. Er traut sich, er gibt jetzt alles, aber er wird langsamer und jetzt fängt er zum Wachsen. Simon! Nochmal Respekt, Simon. Wie gesagt, wie ist es jetzt? Noch einmal, sag's laut. Mit dem Mountainbike ist es leichter. Mit dem Hochrad ist es fast unmöglich für jemanden, der was das noch nie gemacht hat. Mir tut jetzt gerade unten alles weh.